Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ganz herzlich grüße ich Sie und euch heute zu unserem digitalen Gottesdienst am Ostersonntag hier vor unserer schönen Odenbüller St. Vinzenzkirche auf Nordstrand. Schön, dass Sie und ihr heute mit dabei seid. Und ein großer Dank geht vorweg an Maurice-Antoine Canson für das wunderschöne Klaviervorspiel Resurrectio, Osterhymnus aus der Feder von Klaus Heitzmann. Herzlichen Dank dafür. Wir hören nun auf den traditionellen Ostergruß am Ostermorgen und ich lade Sie und euch ein, darauf zu antworten. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Frohe Ostern! 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 Halleluja! Das ist die Osterbotschaft, die uns allen heute ganz persönlich gilt. Die Ostersonne leuchtet in unser Leben hinein und in der Verbundenheit mit der ganzen christlichen Gemeinde wollen wir nun diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Worte aus Psalm 118. Dieser Tag ist Gottes Tag. Er hat ihn gemacht. Wir dürfen uns freuen und fröhlich sein. Gott ist unsere Stärke und er gibt uns Kraft. Wir wollen von Gott singen, denn er steht uns bei. Gott fängt mit uns neu an. Er hört uns und hilft uns.
Ein Wunder ist geschehen vor unseren Augen. Dieser Tag ist Gottes Tag. Er hat ihn gemacht. Wir dürfen uns freuen und fröhlich sein. Jesus lebt, ich freue mich. Halleluja. Jesus lebt, ich freue mich. Halleluja. Jesus lebt, ich freue mich. Halleluja. Wir hören eine Lesung aus dem Markus-Evangelium im 16. Kapitel. Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, kauften wohlriechende Öle, um Jesus zu salben. Und sie kamen am Sonntagmorgen bei Sonnenaufgang zum Grab. Sie fragten sich: Wer wälzt uns den Stein von der Grabhöhle? Dann erkannten sie, dass der riesige Stein weggewälzt war. Dort saß ein hell gekleideter junger Mann und sprach: Fürchtet euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht hier den Ort, wo sie ihn hinlegten. Geht hin und sagt seinen Jüngern, was passiert ist. In Galiläa werdet ihr Jesus treffen. Die Frauen liefen erschrocken vom Grab und konnten zunächst mit niemandem darüber sprechen. Er ist erstanden, Halleluja, freut euch und singet Halleluja. Und nun bekennen wir unseren christlichen Glauben mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Ein Feiertag, der unserem Leben und unserem Glauben die Grundlage und auch die Richtung weist. Was für ein Ostermorgen! Allein in ihrer Trauer machen sich einige Frauen auf den Weg ganz früh am Morgen hin zum Grab. Sie wollen dem Toten die letzte Ehre erweisen und noch einmal in Ruhe Abschied nehmen. Und ihre Sorge, die sie umtrieb, war der große Stein vor der Grabeshöhle. Wer würde ihnen das Grab öffnen? Wenn wir heute vor einer verschlossenen Tür stehen, dann könnten wir zumindest einen Blick durchs Schlüsselloch wagen, um zu sehen, was dahinter ist. Aber besser wäre natürlich der passende Schlüssel, um die Tür aufzuschließen. Die Ostergeschichte ist für uns heute wie ein Blick durch das Schlüsselloch. So erging es den Frauen am Grab. Sie sehen, dass der Stein bereits weggerollt ist, und sie hören die unfassbare Botschaft des Engels: Habt keine Angst. Ihr sucht den Gekreuzigten, hier ist er nicht. Jesus ist auferstanden. Die Frauen suchten den Toten und sie finden den Lebendigen. Das, liebe Gemeinde, ist die frohe Botschaft von Ostern. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern das Leben. Wenn ihr Jesus sucht, dann eben nicht im Tod, sondern mitten im Leben. Das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Das Kreuz ist nicht der Schlusspunkt, sondern der Doppelpunkt. Das Leben behält den Sieg. Geht hin und sagt es den anderen. Öffnet die Augen, Jesus geht euch voran. Ihr werdet ihn sehen. Das ist die Botschaft des Engels an die Frauen und damit auch an uns. Das ist die Einladung, den Ort des Todes zu verlassen, im Vertrauen, dass die Lebensmacht Gottes größer ist. Der Stein ist weggerollt. Das, liebe Gemeinde, ist ein Blick in Gottes neue Welt, in seine Zukunft. Es sind nur Ausschnitte von dieser Herrlichkeit hinter der Tür, aber sie dürfen uns neugierig machen und unser Herz erfüllen. Den Evangelisten, die davon schreiben, denen fehlen die richtigen Worte, weil alles so neu ist. Aber sie spüren, der Blick, den Gott uns hier eröffnet, der verändert das eigene Leben vom Anfang bis zum Ende. Und unser Leben bleibt von Jesus Christus umgeben, von Gottes hingebungsvoller Liebe, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt Jesus Christus. Und genauso erging es auch den beiden deprimierten Jüngern, die einfach nur weg aus Jerusalem wollten. Und mit einem Mal sind sie zu dritt an diesem Ostertag. Und der Dritte im Bunde, der spricht mit ihnen. Er erklärt ihnen die biblischen Verheißungen, die sie ja eigentlich schon kannten, aber nicht so richtig verstanden. Und dann beginnen auch die beiden zu verstehen und sie bitten ihn zu bleiben. Sie laden ihn zum Abendbrot bei ihm ein und sagen: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und er spricht ein Tischgebet, er lobt und dankt Gott und dann teilt er das Brot mit ihnen und reicht es ihnen. Und plötzlich erkennen sie Jesus. Und die beiden spüren: Brannte unser Herz nicht, als er auf dem Weg mit uns redete und als er uns alles so erklärte? Und sie standen auf und kehrten zurück nach Jerusalem, um dies den anderen Jüngern zu erzählen. Wie ein Blick durchs Schlüsselloch erkennen sie Stück für Stück, was hier geschehen ist. Sie erkennen die Herrlichkeit Gottes, die den Tod überwunden hat. Und sie merken, dass Jesus selbst mit seinem Leben und Sterben und Auferstehen der Schlüssel ist. Er möchte auch unser Herz aufschließen und Traurigkeit und Zweifel in Freude und Liebe verwandeln. Ostern, liebe Gemeinde, ist unser Blick durch das Schlüsselloch in Gottes neue Welt und Ewigkeit. Und Jesus
ist der Schlüssel dazu. Halleluja! Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Herzlich willkommen zur diesjährigen Osteraktion im Mittwochgottesdienst. Wir werden diesmal ein Osterei gestalten. Das ist seit alters her ein Symbol für die Auferstehung, weil es zunächst ganz tot erscheint, aber doch das Leben enthält. Und deswegen wird es schon lange verziert und an Ostern versteckt. Wir haben uns dieses Mal überlegt, wenn ihr so ein Holzei zu Hause habt, könnt ihr das nachmachen. Ansonsten einfach aus bisschen dickerer Pappe ein Ei ausschneiden. Und das wollen wir jetzt gemeinsam verzieren. Ostern ist das Fest der Liebe. Deswegen haben wir hier ein Herz und das klebe ich gleich hier auf das Ei auf, damit das dann uns immer daran erinnert, dass Gott uns liebt. Aber natürlich ist Ostern vor allem das Fest der Auferstehung und wir sind froh und dankbar, dass es nicht beim Tod geblieben ist, sondern dass das Leben siegt. Und deswegen sind unsere Osterkreuze bunt und glitzernd und auch das gehört als Verzierung auf unser Ei. Wenn wir uns in der Natur umschauen, dann ist gerade jetzt im Frühling zu sehen, überall bricht das Leben sich Bahn. Es wird bunt, die Vögel fangen an zu zwitschern, die Blumen beginnen zu blühen und deswegen wollen wir als Zeichen des wiederkehrenden Lebens und des Aufbruchs auch eine Blume auf das Ei kleben und die haben wir hier auch zum Gestalten. Dieses Osterei spricht vom Leben und Auferstehung, von der Liebe Gottes und kann man natürlich auch genauso gut auf Papier einfach aufmalen und sich dann zu Hause hinhängen, wo man das immer wieder sieht und daran erinnert wird. Wir wollen auf unser Holzei einen kleinen Magneten hinten draufkleben, damit er auch am Kühlschrank oder an jeder anderen magnetischen Fläche haften kann. Ja, fertig ist unser Osterei, das uns an die Lebensfreude erinnert und jetzt mitgeht in die österliche Zeit.
Das ist der Baum, den die Goldkonfirmanden vom Jahrgang 1969 und 1970 gestiftet haben. Und wir wünschen allen frohe Ostern! One song from Indonesia song, Bagaikan Bejana. Und der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Ein herzliches Dankeschön an alle, die auch an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Und ein besonderer Dank geht wie immer auch an Bjarne, Lennart, Christian und Oliver. Danke für eure tolle Unterstützung. Am Ende dieses Gottesdienstes gibt es wie bereits in den vergangenen Jahren eine kleine Ostereiersuche, zu der ich herzlich einlade. Es gibt auch wie im letzten Jahr etwas zu gewinnen. Die sonntäglichen Digitalgottesdienste immer sonntags ab 8 Uhr, die wird es auch weiterhin geben. Und schon jetzt lade ich herzlich ein zu unserem öffentlichen Gottesdienst am kommenden Sonntag hier in unserer Kirche um 9.30 Uhr. Da feiern wir das Fest der Konfirmation. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun freuen wir uns auf Rätselfragen rund um die Bibel mit Bente und Bastian, mit Johannes und Luisa. Rätselfragen rund um die Bibel. Wie heißt das Fest der ungesäuerten Brote? Passah, Purim oder Sukkot? Passah. Was geschah im Haus eines Pharisäers? Jesus wurde getauft, Jesus wurde gesalbt oder Jesus wurde getraut? Die richtige Antwort ist, Jesus wurde gesalbt. Was besaß Petrus in Kapernaum? Ein Feld, ein Fischteich oder ein Haus? Die richtige Antwort ist ein Haus. Wer war ein Herz und eine Seele? Die erste Gemeinde? Adam und Eva, Maria und Martha. Die richtige Antwort ist die erste Gemeinde. Als was bezeichnet sich Jesus nicht? Licht der Welt, Salz der Erde oder Brot des Lebens? Salz der Erde. Warum ließ sich Paulus die Haare abschneiden? Die erste Frisur missglückte?
seine Mütze drückte. Der Grund war ein Gelübde. Die richtige Antwort ist, der Grund war ein Gelübde. Was tat Sarah für ihre drei Besucher? Holz hacken, Brot backen oder Nüsse knacken? Brot backen ist die richtige Antwort. Wir denken an unsere Lieben in der Nähe und in der Ferne. Und alles, was wir Gott in der Stille sagen wollen, bringen wir in einem stillen Gebet vor ihn. Danke Gott, dass du Gebete hörst. Amen. Und gemeinsam beten wir das Vaterunser mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf die irischen Segenswünsche. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. 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 Frohe Ostern! Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun freuen wir uns auf ein besonderes musikalisches Nachspiel. Mara von Nordstrandisch Moor, die spielt uns ein Stück von Claude Debussy. Es heißt Le Petit Negro in C-Dur. Ganz herzlichen Dank und liebe Grüße nach Lüttmoor. Ja, liebe Gemeinde, in diesem Jahr haben wir leider keinen Hasen gesehen und dennoch gibt es eine Ostertütchensuche, zu der ich herzlich einlade, dass Sie und Ihr alle mitmacht. Wir haben also auf dem Kirchengelände hier verschiedene kleine Tütchen versteckt, die ihr nun bei der kleinen Videotour suchen sollt. Wenn ihr die richtige Anzahl der Tütchen erkannt und gezählt habt, dann schreibt mir gerne unter evangelisch@kirche-nordstrand.de und dann erhaltet ihr eine kleine Osterüberraschung. In diesem Sinne alles Gute und frohe Ostern!